deine Schüssel jetzt hier abwaschen müssen? Auch. Saugen auch? Ja. Du bist ganz schön herrisch. Ja, ich muss den saugen auch. Ist nicht alles sauber. Ist nicht alles sauber hier? Nein. Und wer soll das sauber machen? Ich nicht sauber machen. Du nicht? Ja, ich nicht sauber. Und das sauber machen. Muss ich das sauber machen? Nein, ich will nicht sauber machen. Küchen. So, Eva. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video habe ich euch mit durch meinen Morgen genommen und ich nehme euch einfach weiter mit, habe ich mir gerade überlegt. Babyletto ist schon wach, also Soleil, ich muss ja mal dazu sagen. Und ich habe sie auch schon angezogen. Für ein Kind, was in der Trotzphase ist, das ist ein richtig guter Schnitt. Das ist die halbe Miete. So, ich muss jetzt hier einmal, wir haben hier nämlich so ein Gitter für die Hunde. Das muss einmal zur Seite. Damit wir jetzt, was machen wir jetzt? Ich komm mal her, wo gehen wir denn jetzt hin? Was machen wir denn jetzt? Putzen Zähne. Putzen Zähne? Ja, wir gehen jetzt nämlich Zähne putzen. Wir haben schon noch anderthalb Stunden Zeit, bis sie in die Kita muss. Aber da sie so früh aufgestanden ist. Huch! Entschuldigung! Sie guckt. Da sie so früh aufgestanden ist, machen wir das jetzt einfach schon mal alles. Oh, machen wir hier Licht. Noch ein Licht. So, wir haben nämlich zwei Lichter am Bad. So, Zahnbürste, junge Dame. Wo ist die? Wo ist die Zahnbürste? So, junge Lehrer, jetzt kann ich losgehen. Komm her, mach nass. Darf ich? Erst du oder erst ich? Mama, ich. Erst du? Mama. Erst Mama. Nein, ich, Mama. Erst du oder erst Mama? Hin und her, Zähne putzen ist nicht schwer. Und her, hin und her, Zähne putzen ist nicht schwer. So, der Mund sauber. Hier ist ein Handtuch. Okay, guck mal, dann machen wir noch deine Haare. Ja. Und hier ist die Creme, die machen wir auch gleich. Nein. Zopf? Mit Zopf oder ohne Zopf? Ohne Zopf. Ohne Zopf heute? Nein, ohne nicht. Mit Zopf? Nee, ich hab gesagt Kita. Hast du denn einen Zopf in der Kita? Ja. Ich hab doch noch einen Zopf. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Ja! Oh. Bist du der Boss? What? Ja. Nein? Ja. Nein? Ja. Du bist nicht der Boss? Ja. Ich bin Boss. Du bist viel zu klein, um der Boss zu sein. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Düdüdüd. Hoppala. Was du denn? Der Boss ist hingefallen. Haha. Hey. Haha. Hey. Hey, Boy. Hey. Hey. Letto, bist du eigentlich ein Quatschkopf? Ja. Ja? Aber ein großer Quatschkopf. Was denn du da? Schwimmst du? Schwimmst du auf dem Boden? Oh Mama. Ist nicht schlimm. Ist von der Küche, ist abgefallen, ne? Kannst du wieder hinstellen? Probier mal wieder hinzustellen. Nein, mach du. Nee, mach du?
Aber du bist doch der Boss. Der Boss kann bestimmt die Küche reparieren. Wo? Reparier mal die Küche, du Boss. Okay. Okay. Brauchst du einen Hammer, Mama? Brauchst du einen Hammer? Ja? Okay, warte, ich gebe dir einen Hammer. Nein, der groß. Brauchst du keinen Hammer? Nein. Was brauchst du denn dann? Das? Da ist der für Papa. Das ist Papas? Oh, ich weiß, was du brauchst. Eine Zange? Mhm. Brauchst du eine Zange? Da, das ist nicht so schlimm. Gucke, das musst du nur wieder aufheben. Da brauchst du keinen Hammer und auch keine Zange. Wieder so hinstellen. Ist abgefallen, ne? Ja, so. Ach, Falki, ja. Nee, ist richtig, richtig, richtig. Einfach so ranstellen. Oh. Geht nicht, Mama. Geht nicht? Hallo, hier, Mama. Aber du bist doch der Boss, nicht ich. Du hier. Bin ich dann der Boss? Ja. Okay. Hammer? Nein, ohne Hammer. So, fertig. Jetzt bin ich der Boss. Haha. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Ich hab's repariert. Nein, Hey. Mama. Lutti. Hey, Mama. Ich bin die Füße wieder ran, dann geht wieder kaputt. Frechdachs. Ich bin jetzt hier eigentlich gerade am Schnippeln für die Kaninchen. Jetzt sitze. Letto mag jetzt auch noch ein Brot essen. Mama, das sitze. Das machen wir natürlich auch. Was sagst du? Mama, das sitze ist fahren. Wo willst du hinfahren? Schlitten fahren. Schlitten fahren? Ja. Aber ist zu wenig Schnee draußen. Ja, wieder. Ist nur ganz wenig Schnee. Das wieder. Und auf der Wiese ist gar kein Schnee. Das ist witzig. Ja, muss Schnee wiederkommen, ne? Oh, wie sie da steht. Du, nicht schön, wenn du wieder weggehst, Schnee. Wir wollen Schlitten fahren, oder? Was wollen wir noch machen? Viel. Viel Schnee haben? Ja. Und einen Schneemann bauen? Ja. Und wer isst immer die Möhre auf vom Schneemann? Nali. Nali und Bonnie, die essen immer die Nase vom Schneemann, ne? Oma, oder das, Mama. Damit kann man schneiden, ne? Muss verheilen, Mama? Nee, müssen wir erstmal waschen? Ja. Muss erstmal in den Abwasch und dann kann das da wieder rein, ne? Warum weinst du jetzt? Warum weinst du jetzt? Ist das die falsche Schüssel? Ja. Was ist denn mit der Schüssel? Da unten. Willst du eine andere Schüssel? Ja, das unten. Und deswegen weinst du? Das Möchtest du eine Plastikschüssel? Welche willst du? Die oder die? Dann müssen wir die jetzt eben schnell abwaschen. Ach, die. Ja, muss ich jetzt abwaschen, wenn du unbedingt die Schüssel willst. Was möchtest du? Hose an, Mama, ja? Eine Hose? Ja. Du hast noch eine Hose an. Hol nur mehr, Mama. Nee. Wir bleiben jetzt angezogen. Wir ziehen uns jetzt nicht wieder um. Ja, lassen wir lieber an die Hose. Schmeckt denn das Toast hier in dieser Schüssel besser? Ja, aufräumen, Mama. Aufräumen müssen wir? Ja. Ja, würde ich nicht deine Schüssel jetzt hier abwaschen müssen? Saugen auch. Saugen auch? Ja. Du bist ganz schön herrisch. Ja, muss ich saugen auch. Ist nicht alles sauber. Ist nicht alles sauber hier? Nein. Und wer soll das sauber machen? Ich nicht sauber, Mama. Nee. Du nicht? Ja, ich nicht sauber. Und das sauber, Mama. Muss ich das sauber machen? Nein, ich will nicht sauber, Mama. Schüssel. So, jetzt mache ich den Toast in diese Schüssel. Ja. Und dann ist wieder gut, ja? Ja. So, jetzt ist besser. Jetzt schmeckt es besser? Das ist alle. Ja, das ist jetzt alle. Was möchtest du jetzt? Ja, anziehen. Wo willst du denn hin? Ja, anziehen. Du willst dich anziehen? Ja, ja, aber ich stehe doch jetzt hier mit der Schüssel. Du sollst doch jetzt erstmal essen. Essen. Wo willst du denn hin? Anziehen. Anziehen? Aber wohin willst du jetzt? Anziehen.
Willst du rausgehen? Ja. Aber wir essen doch jetzt erstmal. Lachreich. Was heißt denn Puppe? Was soll ich denn jetzt damit machen? Hasi essen. Hasi essen? Ja. Aber das ist doch für dich. Hasi essen, ja. Du willst jetzt rausgehen, Hasi füttern? Ja. Okay. Ich will das gucken. Ist das trocken? Ja, ich will es gucken. Na Gott sei Dank. Ach, hier sieht ja auch aus. Guck mal, alles runtergefallen. Okay, erstmal Schuhe, oh, ja? Oh, geiler, ey. War das geiler? Ja. Geiler Schuhe? Ja, ich kann die Schuhe mal gessen. Drücken? Ja. Ecke. Okay, du musst, glaube ich, dich hinstellen, Schatz. Okay. Geht an. Auf. Die Seite erstmal? Aufgehen. Ja, kann stehen bleiben. Ich war's mit dem Baby hier. Oh, super. So, deine Jacke, Schal, Mütze. Brauchen wir denn auch? Eine Frage? Ja. Du bist ja ein Boss. Oh. Braucht ein Boss einen Nuckel? Nee, Mama. Braucht ein Boss einen Nuckel? Nein. Nein, oder? Leg mal dahin. Brauchen wir gar nicht. Ja, du bist ja groß. Ja, ja, siehst du bist groß. Das meine ich wohl. So, deine schöne Jacke an. Bist du bereit? Ja. Schön. Man muss auch noch Jacke und Schuhe, dann bin ich auch bereit. Aber warte, ich brauche noch meine Schuhe. Ich habe ja noch gar keine Schuhe. Auf Boden da. Ja, die nehme ich. Schön langsam, ne? Warte mal, komm mal lieber an die Hand an der Treppe, Schatz. Soll ich mal das nehmen? Nein. Guck mal. Oh, das knirscht, ne? Ja. Schaffst du's? Und fest, Mama, ja? Ja. Ich halte dich an der Kapuze fest. Angst habe, dass du fällst. Super. Die Babymaus habe ich hier auch drunter. Ja, ich habe zwei Schichten über sie, sodass sie nicht friert. Aber wir machen jetzt mal hier auf bei den Kaninchen. Und dann gehen wir den mal futtern. Ja, ich mache auf. Sag mal hallo, junge Dame. Hallo, Dame. Gleich mal Licht hier anmachen. Ja. Kann man nicht viel sehen, ja, hast du recht. Ich habe vergessen, das Licht anzumachen. Jetzt sieht man kaum was. Aber sie füttert gerade die Kaninchen. Super gemacht. Ist noch was drin? Ja. Machst du noch raus oder soll ich? Machst du es noch raus? Wo? Na, dann deiner Schüssel, das meine ich. Okay. Ja, das ist lieb. Tada, wir sind da. Wir machen jetzt Heu für die Pferde. Und bringen das dann auf die Weide, ne? Ich kacke. Und das alles noch vom Kindergarten. Ich kacke. Nee, Heu da. Ja, machen wir mal eben. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. Heu ist fertig. Ich komme schon. Du bist aber herrisch. Ich bin gar keine Zicke. Zicke-Zau, Zicke-Zau, Zicke-Zicke-Zau. So, einmal Stopp und einmal Tür aufschließen. Bubi, ups, die Tür hier. Bubis und Ladies. Kommen wir rein? Ja, wir gehen rein. Die kommen gucken, die wollen Heu. Hallo, Brixi. Hallo, Sunny Bunny. Ja, da müssen wir es erstmal reinmachen. Ihr müsst euch mal gedulden. Was hast du denn da in deiner Mähne? So. Wir gehen jetzt schnell wieder rein. War ganz schön kalt, Leto, oder? Ja. Baby hat auch super mitgemacht. Dann schauen wir mal auf. Was machst du? Bist du runtergefallen? Ja. Wir können die Schuhe noch mal ausziehen. Wir haben noch eine halbe Stunde. Dann müssen wir erst los zum Kindergarten.
Du hast gerade hier hingeplumpst. Und dann sage ich, alles gut? Ja, war nur Spaß. Alles gut? Ja. Komm, wir ziehen deine Schuhe aus. Und Mütze ab. Wir nutzen jetzt noch die halbe Stunde und wollen spielen. Wollen wir Puppen spielen oder bauen? Bauen. Oder ein Buch lesen? Oder was wollen wir machen? Buch. Ein Buch lesen? Ja. Und welches? Das. Dieses Buch? Das große Buch. Das große Buch, da gucken wir mal. Oh, was ist das? Oh, ist das Auge. Ja, aber was ist das? Spielen. Ein? Frosch. Ein Frosch. Und wie macht der Frosch? Er backt, backt. Quack, quack. Das. Weißt du, was das ist? Eine Stabheuschrecke. Ja, Stabheuschrecke, ja. Sieht aus wie ein Stock. Sein Nashorn, schau. Es hat ein Horn vorne auf der Nase. Siehst du es? Ein Horn vorne. Und dann... Oh. Oh, kochen. Ein Wal ist das. Kochen. Mhm. Jetzt hast du zu weit geblättert, Schatz. Oh nein, Buch. Nein, du hast ja viel zu weit. Was ist das? Eine Ente. Eine Ente. Wie macht die? Wie? Wie macht die Ente? Quack, 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 quack. Neun. Ein neues Buch? Ja. Okay. Das ist Ende. Und dann kriegen wir das. Welches du magst. Du kannst alles aussuchen. Something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Es geht los, die wilde Fahrt. Ach, erstmal hier mit der Autoschale irgendwie raus. Patty, warte. Die hat ganz eilig. Hat schon Autoschlüssel mitgenommen. Ist schon auf? Oh Gott, das Auto muss unbedingt gewaschen werden. Okay, machen wir Shelby rein. Shelby ist am Weinen, ne? Weil die will jetzt losfahren. Sie ruft, Mama, Shelby weint. So, let's go. So, gucken. Kommt dein Auto? Nein. Andere Seite? Kommt dein Auto? Nein. Okay, dann los. Oh, Shelby, du willst nach Hause, ne? Ab in den Kindergarten. Bist du heute ganz früh aufgestanden? Ja. Bist du ganz früh aufgestanden? Du süßer Klossi. Du süßer Fratzi. Möchtest du jetzt eine Flasche haben? Bist du jetzt hungrig? So, der kleine süße Fratz hier war am Verhungern, ne? Schlagartig. Er ist noch gelacht und dann wurde richtig losgeschrien, ne? Erstmal in Ruhe ist. Mach langsam. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they. Ihr Lieben, es ist schon wieder Nachmittags. Ich habe einfach komplett die Kamera beiseite gelegt beim Haushalt machen und beim so ein bisschen hier rumwirbeln, ein bisschen was arbeiten. Ich habe es einfach gar nicht geschafft, mich nochmal bei euch zu melden. Und jetzt ist es mir gerade eingefallen.
Die Kiddies sind auch schon wieder da. Es ist Highlife in Tüten. Flori ist ja immer noch nicht da. Ich bin alleine und wollte nur ganz schnell das Video beenden. Ich muss mal eben hören, ob es friedlich ist. Es ist friedlich. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns und hören wir uns einfach im nächsten Video. Bis ganz bald. Habt es fein.